Moin! Moin! Heute verraten wir dir ein Geheimnis, beziehungsweise es geht um ein ganz besonderes Geschenk, was sich Seelenpartner schenken, außer dieser tiefen und wahrhaftigen Liebe, obwohl man kann sagen, dass es auch daraus resultiert. Ja. Und es geht noch weiter. Es ist nämlich nicht nur ein Geschenk, was dir hilft in deiner Seelenpartnerschaft, sondern generell in deinem ganzen Leben und besonders wichtig ist für die neue Welt. Ja, wir sind's, Annette und Lutz. Live aus Kapstadt, wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, die Seelenpartnerschaft und auch der Seelenpartner ist ja schon mal überhaupt etwas ganz Besonderes. Richtig. Ne? Mhm. Und ich habe ja auch schon oft darüber gesprochen, wie sich gegenseitig Seelenpartner auch supporten, unterstützen und warum der Seelenpartner überhaupt auch in deinem Leben ist. Und das ist ja wirklich auch ein Teil von dir, wo du ja eben auch ankommen darfst in der Liebe. Richtig. Das ist ja eine Liebe, die du vorher noch nie so gespürt hast. Und ich denke mal, das kennst du. Schreib es auch gerne mal in die Kommentare. Du kannst ja auch gerne ein Smiley posten, vielleicht ein Herz oder so, wenn du sagst, ja, das kenne ich, diese Liebe kenne ich. Oder vielleicht sehnst du dich auch danach und wünschst dir diese Liebe. Vielleicht seid ihr gerade auf dem Weg dahin, befindet euch im Seelenpartner, dualseelen im Prozess oder eben ihr seid schon zusammengekommen. Und das Spannende ist ja bei dieser Partnerschaft, darum geht's. Es geht ja nicht mehr wie im üblichen Beziehungsmodell darum, ne, du machst mich glücklich oder musst mich glücklich machen, du bist verantwortlich für mich, dass es mir gut geht und all diese ganzen Dinge und meinen ganzen Frust auf dem anderen ablädt, sondern es geht ja auch sehr viel um Eigenverantwortung. Und das, was wir heute mit dir teilen möchten, ist etwas, was du dir hundertprozentig von deinem Seelenpartner wünschst. Wir wollen dir aber eine neue Perspektive geben, die das Ganze noch größer macht und noch weiter und letztendlich noch tiefgreifender, so dass du das für dich nämlich extrem cool nutzen kannst. Und was ist das, Lutz? Sicherheit. Sicherheit. Seelenpartner schenken sich Sicherheit. Und ich würde es jetzt mal in Anführungsstrichen setzen, weil es eine neue Sicherheit ist, ein neues Verständnis für Sicherheit. Weil vielleicht sagst du, jetzt steckst du mit dem Seelenpartner Dualseelenprozess zusammen. Also ganz ehrlich, Sicherheit gibt der mir nicht, ne? Weil es vielleicht gerade so schwer ist oder der gerade so blöd ist oder der gerade im Rückzug ist oder wie auch immer. Habe ich ja auch schon oft darüber gesprochen, dass es ganz unterschiedlich ist, wie lange dieser Prozess dauert. Aber bei diesem Prozess geht es ja eben dadurch auf die Vorbereitung, ne, auf eure Seelenpartnerschaft, dass ihr die auch wirklich frei leben könnt. Natürlich gibt es in der Seelenpartnerschaft immer noch Dinge, die ihr bearbeitet. Genauso machen wir ja auch. Wir haben Themen, die hochkommen. Ne? Haben wir auch schon drüber gesprochen, woran wir arbeiten. Aber das Schöne ist eben auch, dass man diese Gemeinsamkeit natürlich in der Seelenpartnerschaft hat, um eben den anderen dabei eben auch zu supporten. Und das Spannende bei dieser Sicherheit, die man in so einer Seelenpartnerschaft findet, ist, wie würdest du das beschreiben? Was ist das für ein Gefühl? Das ist einfach ein warmes Gefühl. Du wachst auf, ist morgens auf, du spürst diese Sicherheit, weil du deinen Seelenpartner an deiner Seite hast. Das ist eigentlich unbeschreiblich. Das ist, du fühlst dich einfach safe, sicher. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Ja. Du weißt, du kannst dich auf deinen Partner verlassen, du kannst ihm alles sagen. Es ist ein wunderschönes Gefühl einfach. Genau. Und das ist das Spannende, wenn du das jetzt mal betrachtest aus der üblichen Sicht. Ne? Normalerweise ist es ja so, man wünscht sich vom Partner Sicherheit. Man möchte eine Bestätigung haben, man möchte Beweise haben, dass der einen liebt. Und das Tolle ist ja bei einer Seelenpartnerschaft, diese Beweise brauchst du nicht mehr, du weißt, weil sie da ist. Ne? Du weißt, dass diese Liebe da ist, die ist da und die ist eigentlich auch unkaputtbar zu machen sozusagen. Und das ist natürlich auch eine Art und Weise, die dir eben eine ganz besondere Sicherheit gibt, allein schon in dieser Liebe. Also es gibt mehrere Facetten von der Sicherheit, die du in einer Seelenpartnerschaft lebst. Also zum einen ist es, wie gesagt, diese Sicherheit, die du in der Liebe findest, weil sie da ist. Ja. Auch wenn sich vielleicht viele noch nicht trauen, sich dieser Liebe hinzugeben, weil die ja wirklich so ist, du hast keine Mauern mehr, ne? Der Seelenpartner guckt durch die Mauern durch, du musst die Hosen runterlassen, alles. Aber du kannst sie runterlassen, das ist doch das Schöne. Das geht natürlich auch sehr viel ums Vertrauen. Und das ist ja eben das Spannende, was wir eben auch lernen dürfen durch den Seelenpartner, der ja auch ein Spiegel von einem selbst ist, wo man schon merkt, so, ah, guck mal, da bin ich vielleicht noch ein bisschen unsicher oder daran könnte ich noch arbeiten. Aber eben auch zu wissen, dass du eben so sein darfst, wie du bist. Und das ist die zweite Sicherheit sozusagen, die du findest in der Seelenpartnerschaft, nämlich in dir. Genau. Und, ne?
Und das ist wiederum das ganz, ganz Wichtige für die neue Welt, dass du Sicherheit in dir findest und nicht mehr im Außen. Wir sind so groß geworden, dass wir Sicherheit im Außen finden. Aber das hatte damit zu tun, dass wir uns immer verbogen haben. Ja. Wir eine andere Rolle eingenommen haben, weil wir denen ja gefallen wollten. Wir haben uns ja so verbogen, dass die anderen uns gut finden und all diese ganzen Sachen, dass wir ja gar nicht mehr wir selbst waren. Wir haben uns ja so sehr von unserer eigenen Wahrheit entfernt. Und das war für uns Sicherheit, wenn wir von außen die Bestätigung bekommen haben. Und das fällt alles weg. Das fällt alles weg. Ja. Ich meine, es hat ja auch einen Grund, warum wir die Sicherheit sozusagen im Außen gesucht haben, weil das haben wir halt gelernt, auch als Kinder, als Babys, wo wir, wir konnten nur überleben, indem wir die Fürsorge und all die Liebe und das im Außen gefunden haben. Und eben auch, ob sie uns mögen oder nicht, sozusagen unsere Eltern. Und das ist das Schöne, dass das wegfällt bei einer Seelenpartnerschaft. Du brauchst nicht mehr die Bestätigung, dass der andere dich liebt, weil das klar ist. Ja. Das spürst du ganz tief in dir drin. Und ich weiß, einige trauen sich noch nicht, diese Liebe rauszulassen zu leben, weil die einfach so gewaltig ist, weil sie komplett dein Leben verändert. Das heißt, du hast diese zweite Sicherheit, die du in dir findest. Und warum findest du sie in dir? Weil du sein kannst, wie du bist. Richtig. Immer mehr du selbst sein. Und darum geht es ja auch in der neuen Welt, dass du immer mehr du selbst bist. Und all das ablegst, diese ganzen Rollen oder auch das, was dich so zurückgehalten hat, das hat in deinem Leben du selbst zu sein. Dass du dich davon befreist, von den Glaubenssätzen und all diese ganzen Sachen, die wir alle kennen, die Blockaden und Ängste. Sondern jetzt geht es wirklich darum, Sicherheit in dir zu finden. Und das tust du in der Seelenpartnerschaft. Aufgrund auch, ganz klar, dieser tiefen Liebe. Das resultiert ja sozusagen auch daraus, weil du ja merkst, oh, der mag mich ja immer noch. Ja. Der findet mich ja eigentlich noch viel toller. Fast egal, was man gemacht hat. Es ist fast egal, was man gemacht hat. Da gibt es natürlich schon Diskussionen und all sowas, ganz klar, haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber auch zu sehen, so, der findet mich ja eigentlich immer toller, je mehr ich selbst bin. Und das ist ja auch das Faszinierende. Richtig, ja. Und das ist eine ganz, ganz besondere Sicherheit, die dir praktisch der Seelenpartner schenkt, aber letztendlich ja auch spiegelt. Weil wenn du sie in dir findest, und das geht ja auch beim Seelenpartner um diese wahrhaftige, tiefe Liebe, das heißt, die findest du ja auch in dir. Da hatte ich auch mal ein Video drüber gemacht, wo es darum ging, wie lieben eigentlich Seelenpartner. Es geht darum, wirklich auch die Liebe in dir zu dir selbst zu entfachen. Und dann wird es ja immer mehr und immer mehr, weil sich die ja immer gegenseitig, sage ich mal, noch hochsteigern, diese Liebe, die man letztendlich als Seelenpartner eben auch leben kann. Und da gibt es keine Grenze. Ja, du fühlst sie ja überall, auch wenn du unterwegs bist, allein bist. Du hast immer diese Sicherheit im Nacken. Das ist Wahnsinn. Ne? Ja. Und auch die Sicherheit wird immer mehr. Genauso wie die Liebe immer tiefer wird. Ja. Wird auch die Sicherheit immer tiefer und immer mehr. Und das ist etwas ganz Besonderes, was wir dir heute mitgeben wollen. Und wenn du für dich jetzt einfach mal, schließ einfach mal die Augen, und wir können das mal alle machen. Wir schließen mal einmal die Augen, atmen einmal tief ein, über den Mund wieder aus und spür einfach mal rein, wie es sich anfühlt, wenn du die Sicherheit in dir findest. In dir selbst, spür mal rein, wie sich das anfühlt. Du spürst die Sicherheit in dir und sie wird immer stärker und sie wird immer größer. Und merkst du, wie du immer mehr grinsen musst und wie sich das ausbreitet und wie du auch dadurch positive Vibes in die Umwelt sozusagen. Das dehnt sich so aus, diese Sicherheit, dieses Glücksgefühl. Es geht über dieses Glücksgefühl, was du hast, und merkst du, was das bedeutet. Und das dann eben auch noch zu teilen, du kannst jetzt auch wieder die Augen aufmachen. Aber ist das nicht der Wahnsinn? Ja. Wie sich das so ausbreitet und immer größer wird. Und das ist das Spannende. Und da brauche ich nicht die Augen zu schließen. Oh, du bist süß. Eher nur wieder, ne? So. Ja. Und schreib doch mal in die Kommentare, wie sich das für dich angefühlt hat, diese Sicherheit in dir zu spüren. Unabhängig vom Außen. Ist das nicht mega cool? Hm. Und das dürfen wir jetzt sozusagen in der Seelenpartnerschaft lernen, wie noch so vieles. Und ich habe immer so das Gefühl, in einer Seelenpartnerschaft entdeckt man immer noch mehr Geschenke. Ja. Es werden immer mehr. Also kennst du noch diese, es gab doch immer früher diese Schummelpackung, ne? Wenn du so ein Geschenk hast, dieses Schummel. So, und dann hast du immer aufgemacht, wird es immer kleiner und hier wird es immer größer und es ist teilweise das wie Gefühl so, habe ich auch, ne? Es ist teilweise wie so ein bunter Blumenstrauß, der aber immer größer wird und immer größer und du entdeckst teilweise Blumen, und sagst, oh, die kenne ich ja noch gar nicht, was ist das denn? Oder so vieles neu für dich entdeckst und lern das, weil wir sind hier, um zu wachsen und zu reifen und der Seelenpartner ist der Weg zu dir. Und das ist das Spannende, wenn du das für dich annehmen kannst, diese Sicherheit und dass du für dich Klarheit schaffst,
dass ihr einfach zusammengehört. Und das erlebe ich auch immer wieder in meinen Channelings. Wenn dieses Sicherheitsgefühl aufgemacht wird, wenn sich das ausbreiten kann, wenn du endlich die Klarheit hast und für dich wirklich annehmen kannst, ja, es ist mein Seelenpartner und wir kommen zusammen. Weil das ist ja oft die ganz, ganz große Frage, auch die Unsicherheit, kommen wir zusammen klappt oder das, nicht. Klappt das nicht. Mhm. Und das ist jetzt nun mal die dritte Sicherheit. Ihr kommt zusammen, das ist so, weil ihr füreinander bestimmt seid. Darum sind eure Seelen unter anderem hier auf dieser Erde. Nicht nur, um die Seelenaufgabe zu leben, um diese Welt neu zu bereichern mit der Gabe, die du mitgebracht hast. Und auch die neue Welt dürfen wir jetzt mitgestalten. Und deine Seele ist ja nicht einfach so inkarniert und nicht einfach so zu dieser Zeit, sondern gerade jetzt, weil wir im Umbruch sind, weil wir die größte Transformation der Geschichte erleben, weil wir jetzt den Übergang in die neue Welt erleben. Und die sollen wir mitgestalten. Und gerade wir als Seelenpartner, gerade wir als Seelenpartner sind Pioniere dabei, um eben diese wahrhaftige und tiefe Liebe zu leben, um Vorreiter zu sein, sozusagen zu sagen, hey, Liebe geht anders als das, was wir vorher gelernt haben, mit den ganzen Abhängigkeiten, sondern mit Unabhängigkeit. Und dazu gehört auch, dass du die Sicherheit in dir findest. Glauben an euch, ihr schafft das. Auf die Seelenpartnerliebe. Love you. Tschüss. Tschüss.